Hey, lieben Max, hier grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr kennt es doch bestimmt auch. Ihr lauft durch eure Wohngegend, schlendert so durch die Straßen, wollt mit dem Fahrrad in den benachbarten Wald fahren und einfach eine gute Zeit haben. Und überall, wo ihr hinschaut, liegt Müll. Müll, Müll und noch mehr Müll. Plastiktüten, Plastikflaschen, Sperrmüllreste und euch regt es so richtig auf, weil ihr einfach nicht verstehen könnt, warum es Menschen gibt, die den Müll einfach irgendwo hinschmeißen. Geht es euch dann auch so, dass wenn ihr den Müll seht, immer so dieses Verlangen habt, alles sauber machen zu wollen? Ich kann euch total verstehen, Leute. Und deshalb habe ich jetzt einen Tipp für euch, wie ihr durch eine richtig gute Aktion richtig viel erreichen könnt. Bleibt dran! Ein Arbeitskollege von mir und auch ja guter Freund hat mich vor einiger Zeit auf eine sehr coole Idee gebracht, wie man genau dieses Problem einfach und gemeinsam lösen kann. Er ist Mitglied im Verein der jungen Tauchpioniere Berlin aus Lichtenberg-Hohenschönhausen. Und dieser Verein hat es sich ans Ziel gesetzt, einmal im Jahr einen See zu reinigen. Ihr habt richtig gehört, dieser Verein reinigt einmal im Jahr einen See und befreit ihn von Müll, von Einkaufswagen, Fahrrädern, Reifen, alles was man dort so finden kann. Und das letzte Mal waren sie hier in Falkensee unterwegs, am Panzersee, und haben diesen See befreit von Müll. Alles was sie finden konnten, Einkaufswagen, Fahrräder, große Reifen, also auch richtig schwere Dinge. Dementsprechend war es natürlich auch wichtig, dass da Männer dabei waren. Das war, glaube ich, eine Truppe von 15 bis 20 Leuten. Jeder hat belegte Brötchen mitgebracht, Kaffee mitgebracht, also für Verpflegung war gesorgt. Und das war einfach eine super Aktion. An diesen ein, zwei Tagen schafft man einfach richtig viel. Den Bildern möchte ich euch zeigen, dass so eine Aktion nicht nur sehr erfolgreich sein kann, sondern auch einfach Spaß machen kann. Man lernt viele neue Menschen kennen, Menschen, die sich auch freiwillig engagieren, mit anpacken und die Idee gut finden. Jeder von euch wird es mir wahrscheinlich bestätigen, dass es doch nichts Schöneres gibt, als wenn man einen sauberen Wald hat, saubere Straßen, saubere Seen, wo unsere Kinder drin spielen können. Und mal im Ernst. Es ist kein Aufwand, 4-5 Stunden einfach mitzuhelfen, anzupacken. Dieses Projekt soll aber nur ein kleines Beispiel dafür sein, dass es sich immer lohnt, gemeinschaftlich Probleme anzugehen und zu lösen. Und diese Idee möchte ich euch letztlich an die Hand geben. Geht in eure Nachbarschaft, klingelt an der Haustür, fragt die Menschen, ob sie Lust haben, bei so einer Aktion mitzumachen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten ja sagen, weil sie die Idee gut finden. Und ganz im Ernst, so eine Frage habt ihr doch noch nie gestellt bekommen an der Haustür. Also, geht raus. Trommelt 20, 30 Menschen zusammen und ja, reinigt die Wälder von dem Müll, reinigt die Seen, eure Straßen, überall da, wo ihr wisst, dass da Müll liegt. Ihr werdet auch eine Eigendynamik entwickeln, weil so eine Aktion nicht nur gut ist, gut für die Gemeinschaft, sondern auch gut für unsere Umwelt. Vielleicht gibt es welche unter euch, die solche Aufräumaktionen schon mal durchgeführt haben. Wie waren eure Erfahrungen? Teilt mir das einfach mit. Vielleicht gibt es auch welche unter euch, die sowas gerne mal machen würden, aber ja, organisatorische Probleme haben oder sich nicht trauen zu fragen. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und auch die Botschaft, die ich euch so ein bisschen damit rüberreichen wollte. Teilt mir eure Erfahrungen mit. Packt alle Fragen, Anregungen, alles, was ihr loswerden wollt, unter dieses Video. Ein Daumen hoch wäre natürlich super. Neue Zuschauer sind wie immer auch herzlich willkommen. Und jetzt wird aufgeräumt. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.